So, eine Truhe bräuchte ich noch. Ey, jetzt habe ich den Chat geöffnet, verdammt. Ja. Ist da Ist noch sie noch? eine Truhe? Andere Richtung. Drück mal Shift, dann siehst du die Truhe, die Ah, du. da ist sie. Ja, ich komme mit der Karte nicht zurecht. Ach so. Ich mach schon mal auf Neustart. Ich glaube, bauen brauchen wir noch nichts, das kriegen wir noch ganz gut hin. Ich habe Elektroauren, wollte ich nochmal schnell bauen. Ja, kannst du ja machen. Kannst du auch eigentlich während der Welle machen. So viel Zeit ist ja noch. Ja, dann kannst du schon mal anfangen, Kills zu holen. Ja. Zum Aufsteigen. Los. Ich gehe dann auch gleich auf diese Seite weiter. Boah, aber es dauert länger zu bauen und so. Ja, Und jetzt. während der Kampfphase dauert es länger, das stimmt. Das wusstest du wetten? Ja, ich wusste es, aber ist ja egal, so kommen die Ja, ist auch Monster egal. schon. Und es ist jetzt noch nicht so, dass wir im Bedrängnis wären. Hier liegt dann gleich ein Schwert für dich. Okay. Ich kann es mir nicht mal angucken. Ob es jetzt besser ist oder nicht. Oh, die Großen, die halten aber schon einiges aus, ey. Ja. Oh, der hat auch noch dieses komische Feuerwappen da dran. Dann halten die mehr aus. Davon wusste ich noch gar nicht. Also, dann hast du neben dem Namen, manche brennen halt. Das hast du dann da quasi markiert. Die haben dann gewisse Eigenschaften, glaube Ah, ich. ich sehe den hier jetzt auch gerade. Der hat meinen Giftschaden nicht gekriegt. Hat so ein Giftschild anscheinend. Ja, und manche machen dann Feuerschaden oder Giftschaden. Je nachdem. Und der hat diesen Blitz. Ne, der macht mir selber Blitzschaden. Ist ja gemein, was die alles können. Na, können wir auch. So, stirb Bogenschütze. So, ich habe jetzt ein Level 6 Schwert. Mist, ich müsste Level 6 noch erreichen. Aber ich bekomme keine Erfahrung. Welle beendet. Ich bekomme aber auch sehr, sehr wenig Erfahrung, muss ich sagen, jetzt auf dieser Karte bis jetzt. Dann sammel mal das Schwert kurz ein, ich repariere auch mal eben deine Türme mit. Das Schwert habe ich schon eingesammelt. Ach so. Aber es ist ab Stufe 6 und ich bin noch 5. So, soweit alles Oh, jetzt haben wir repariert. erst die Erfahrung bekommen. Nach der Welle. Jetzt habe ich 4133. Also nach der nächsten Welle bin ich dann Stufe 6. Okay. So, alles repariert auch hier. Ich bin jetzt Level 6 und bekomme sehr, sehr wenig Erfahrung. Also anscheinend wird es doch so ein bisschen schon abgestimmt, wer die Erfahrung kriegt. Weil ich habe jetzt in dieser Welle, selbst als ich die Gegner getötet habe, nichts gekriegt, wirklich. Oder fast nichts. Ich werde jetzt gleich nach der Aufnahme erstmal das neue Sims spielen, die Erweiterung. Okay. So, achso, starten muss ich ja noch. Ist es irgendwie Haustiere oder so? Ja, ist seit einer Woche oder so draußen, wahrscheinlich schon ein paar Tage länger, aber ich habe es jetzt erst gekriegt. Ah gut, ich habe Sims jetzt vor kurzem auch gespielt. Jetzt kommen ganz viele Hater-Kommentare. Sims ist kein Spiel für dich und Gronkh sowas. spielt auch Sims. Du machst voll Gronkh nach. Nur halt, dass ich kein Let's Play davon gemacht habe, aber Okay, mal weg, du trotzdem großer Oger. nachgemacht. Oh, diese großen Viecher nerven mich, ey. Haben die Gegner auch Namen? Was? Was, du bist tot? Oh mein Gott! Er hat gerade einen kritischen Treffer gelandet. Okay. Ich hab einfach mal so innerhalb von einer Sekunde irgendwie 100 meiner KP verloren. Das ist ärgerlich, würde ich sagen. Hau ab! Meine Ah! Gegner! Gemetzel! Ah, Mist, wir haben vorhin vergessen, die Truhen einzusammeln. Sollten wir da noch während der Welle machen? Sonst gibt es keine neuen Truhen, glaube ich. Dann lasse ich Tier 1 gleich über. Wobei wir die Fetten eigentlich durchlassen können, dann können die sich ein bisschen an unserer Verteidigung die Zähne ausbeißen. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber dann wird die auch beschädigt durch. Ah, Waffen! Oh Mann, du bist schneller! Hau ab! Da, die Nein! Großen, den können wir zusammen bearbeiten. Ich kümmere mich mal um die Bogenschützen. Ich auch. Keiner will den Großen übernehmen. Ja, weil er Zeit kostet. Und Erfahrung, also Zeit gleich Erfahrung. Zeit Ja, ist Geld, richtig. Zeit ist Erfahrung. Einmal reparieren. Du kannst auch mal reparieren.
Ja, ich bin schon dabei. Ach so. Gleich. Juhu, Stufenaufstieg. Ah, ich müsste mich jetzt mal schneller machen. Damit du schneller bist als ich, oder was? Nein, einfach nur, damit ich nicht mehr so langsam bin. Ja. Die Auren, ich verstehe nicht, ob die jede Runde einfach ein bisschen verlieren oder ob die nach Benutzung verlieren. Hier liegt doch ein Schwert. Cool, weil ich habe gerade von dir zwei Waffen gefunden. Nimmst du die auch immer auf, oder was machst du? Ne, ich lasse sie immer liegen. Also damit da liegt auf jeden Fall noch ein Schwert. Damit du die einsammeln kannst. Bei deinem Turm liegt ein Schwert. Und, hier. Das ist eine Axt, doch. Oh, für mich, okay. Da steht auch immer, für welche Klasse es ist, also da steht dann immer Mönch. Und da sind noch zwei Stab. Nee, zwei Stabs. Ein Stab und eine Streit. Kolben-Dingens. Die mal. Was sind das für neue Gegner? Vier. Die sehen aus. Ach, die tragen TNT-Fässer? Ja, ich dachte gerade, das wäre eine Mütze gewesen. Bei denen ist es nicht so gut, wenn die an die Barrieren rankommen. Weil die. Hab ich mir eben gerade gedacht. Machen da ein bisschen Damage. Hab ich mir gedenkt. Ist schön. Warte noch mal ganz kurz, noch nicht drücken. Okay. Warte kurz. Ja, du sagst zu mir, ich soll auch was reparieren, aber hier ist gar nichts mehr zum Reparieren. Ja, ich repariere halt schon alles. Okay. Ich bin halt nett. Okay. So. Blablabla. Ist hier noch ein bisschen Mana? Ja, hier liegt noch was rum. Muss mal die Treppe hier hochkommen. Ja, ich hab schon. So. Ah, das ist sehr gut. So, jetzt kannst du starten, soweit wenn du möchtest. Ich gehe in die Mitte erstmal. Klar, Moment, ich kann jetzt mein Level 6 Schwert ausrüsten. Okay, mach das. Wenn es das hier war. So, okay. Hab ich gleich mein neues Schwert ausgerüstet. Und dann starte ich jetzt. Kleiner Moment, und zwar los geht's. Hä? Bist du noch da? Was ist denn hier los? Ja. Hey Leute, wir haben hier gerade ein kleines Internetproblem. Ich weiß nicht, ob es meine Leitung ist oder die von The Nudop. Auf jeden Fall steht er gerade offline, aber da hier bei mir alles leckt. Es ist sehr, sehr schön, dass ich aus dem Spiel gekickt wurde. Du wurdest aus dem Spiel gekickt? Ja. Bist du wieder da? Nein, ich komme nicht mehr ins Spiel rein. Sie haben die Verbindung zum Host verloren und jetzt komme ich auch nicht mehr rein. Oh, warte mal, dann muss ich dich gleich einladen. Das hier läuft gerade, fuck, die TNT. Ich weiß nicht, meine Verbindung war gerade. Ah, doch, ich bin wieder da. Aber erst, wenn die Aufbauphase anfängt. Ja, bei mir stand, The Nudop hat die Verteidigung aufgegeben und dann warst du weg. Du musst das mit O aussprechen, The Nudop. Nudop. Okay, ja, sorry. Nudop, The Nudop. The Nudop. Wenn der Scheißname dann schon richtig. Ja, auf jeden Fall stand das halt bei mir. Dass du die Verteidigung aufgegeben hast, dann warst du weg, dann hat bei mir auf einmal alles geleckt. Ja, dein Internet war anscheinend weg. Oder meins. Und ich glaube, siehst du, da fehlt jetzt, glaube ich, auch ganz kurz ein Teil von der Aufnahme. Aber ich glaube, ich ist jetzt nicht das Weltbewegendste, aber so, wenn hier jetzt gerade ein Lag oder sowas drin war oder kurz die Aufnahme aufgehört hat, lag es daran, dass hier irgendwas gerade im Chaos war. Ich denke, das reicht als Erklärung. Ich denke mal, das war, wenn mein Internet da. Ich mein Internet noch von den Nachbarn beziehe zurzeit. Ja, aber das Komische ist, wieso leckt es dann bei mir? Weil das Spiel verarbeiten muss, dass ich rausgehe, vermutlich. Ha. Vermutlich hat es die Gegner ein bisschen schwächer gemacht oder so. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich erstmal heilen? Ah, die Türme werden. Dir zuzugucken. Ja, die Türme werden das schon durchhalten. Ey, hier, wow. So, ist gerade schon reingehauen. Ab in die Menge. Ah, ich kann da schon mal eine Spezialfähigkeit machen, so einen Rundumschlag. Ah, das könnte gut sein. Jetzt zwei drücke.
Zack. Einmal kurz weggemäht. Ja, das scheint gut. Ich ver. Oh, nee. Nee. Schon gut. So, der Kristall wurde nicht angegriffen, oder? Nee, da sind ja noch diese ganzen Abwehrteile. Ja, dann passt es. Kampf. Ah, jetzt bin ich wieder da. Jetzt wurde erstmal das von mir neu beschworen, von Edeltraut. Ja, da bist du wieder. Oh, das wird jetzt eine harte Welle am Ende noch. Ich repariere nochmal alles jetzt. Ja, ich helfe mit. Ja, wir können auch, ich kann einfach noch ein paar mehr Türme aufstellen. Falls hast du Ferntürme, also die über die Ferne agieren? Ich glaube ab Stufe 7. Okay. Es dauert dann doch plötzlich ein ganz schönes Stückchen länger, bis man aufsteigt wieder. Ja. Ich könnte jetzt überall einfach noch einen Turm hintersetzen, falls sie an einen vorbeikommen sollten. Wenn du der Meinung bist. Sonst machen wir eine Stachelbarriere dahinter so, dass die aber noch in meinen Augen drin sind vielleicht. Ja, da sind sie sowieso drin. Also so wie ich es hier gerade baue. Hier liegt ein Katana. Okay. Oh mein Gott. Zerrissene Handzuklinge, Stufe 1. Ist das alles für mich? 11 Schwert und 51% Feuer. Okay. 51% Laserstrahl. Ja. Ich komm mal, ich guck hier mal rum. Ich muss mir das alles erstmal ein bisschen ansehen. Mach das, mach das. Ah, da ist das Katana. Gucken. Ah, Mist. Nicht mal gut. Dieses 51% ist Flammenresistenz, oder? Nee. Was ist dieses 51%, was es macht? Ja, doch, kann schon sein, dass es Resistenz gegen... Hier ist noch so ein ähnliches zerrissenes Musashi, 11% und 50%. Okay, ich habe jetzt das Katana gesehen und das... Jetzt hast du es eingesammelt. Es ist schlechter als das andere, also verkaufe ich das. Aha, toll. Da kann ich jetzt auch einfach die Sachen einsammeln, die schlecht sind, um sie zu verkaufen. Ja, kannst du, kannst du. Ja, aber ich habe ja eh mehr Mana als du zurzeit. Naja, nee, nicht wirklich. Nein. Sicherlich du hast nicht. Du hast mein altes Mal. Das ist echt peinlich, dass ich gerade husten muss. Ja, gut, passiert. Da ist ein Schleimkönig oder sowas. Schleimkönig? Ach nee, so ein grünes Wesen mit einem Zopf. Ein Ogre oder so? Ja. Noch nicht starten, warte mal kurz. Ich bin noch mal ganz kurz an der. Also kannst du schon hinlaufen, aber ich will nur mal kurz sehen, ob ich was Besseres hab jetzt. Irgendwo. Ja, Level 8. Ogre ist hart. Warte, dann, wenn du das so sagst, dann mache ich jetzt erstmal noch hier ein bisschen was hin. Slow-Schilder und so. Fangfalle. Lalalalalalalalala. Und dann eine noch. Dann haben wir hier zwei. Ja, aber wenn wir es so machen können, dann lass jetzt mal zukünftig einfach die Schwerter wenigstens liegen. Ach so, okay, weil ja. Du hast ja sowieso viel mehr Waffen für deinen, wenn du dann noch die ganzen Schwerter einsammelst. Nee, das war das Einzige jetzt, weil ich, das hatte halt alles, das andere nur 1% weniger, deshalb dachte ich, das brauchst du eh nicht. Ja, aber dann lass ich dir jetzt alles liegen, was knapp ist. Ja, genau. So, ich mach's starten. Ja mit deinen auch so. Okay, dann gucken wir mal, ob wir uns durchsetzen können. Nö. Jetzt schützt am besten das Internet nochmal eine Runde ab. Wenn der Ogre kommt, dann steht's immer da. Sind das sowas wie die Trolle in Herr der Ringe? Ja. Oder wie Ogre in diesem Spiel. Okay. Oh Gott, die halten hier aber auch schon einiges aus jetzt. Ja, ja. Also auf jeden Fall müssen wir uns den Weg ein bisschen frei machen, falls die Ogre kommen. Oder der Ogre kommt. Weil einer alleine wird uns schon mehr als genug beschäftigen. Ich halte erstmal die anderen ein bisschen auf hier. Ich auch. Weil in der Mitte der Ogre kommen wird. Oh, was? Irgendjemand ist am Kristall? Ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Was ist denn da los?
Anscheinend wurde der von irgendeinem großen hier. Ah nee, die Schleuderfallen schleudern die durch. Achso. Mist. Ah, shit, der Ogre kommt.